Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Metal Gear Solid 5 Death Phantom Pain. Und die nächste Nebenoperation steht an, nämlich eine Panzerfahrzeugeinheit eliminieren. Das sollte irgendwo 98 eliminieren sie die Panzerfahrzeugeinheit 06. 100.000 GMP ist meiner Meinung nach ein bisschen unterbezahlt, aber naja, nehmen wir es mit. Ich werde hintenrum quasi Mission starten, ja. Ich werde hintenrum laufen, hinter dem Berg quasi. Warum ich das weiß? Ich habe die Mission schon gespielt. Ich bin nämlich zuerst einmal mit dem Helikopter dort gelandet und in der Landezone hat der andere Helikopter schon auf uns gewartet. Daher weiß ich, dass ein Helikopter dabei ist. Darum ist er jetzt da das Dingsbums schon ausgerüstet, das Raketenwerfer, dass ich überhaupt eine Chance habe. Muss ich ja zuerst einmal den Helikopter vom Himmel fegen. Ach ja, ist das nicht schön? Beginnen wir den angenehmen Part mit dem Flug dorthin. Meine Güte, was die Feuerwehr heute bei mir hier hin und her fährt. Es tut mir leid, Leute. Ich mach das mal kurz. Ist ja Hammer. Ist ja echt nicht normal. So, in der Zwischenzeit markieren wir das, wo wir eigentlich hin wollen. Nämlich hier hin. Und dann irgendwie würde ich gerne hier rüber. Naja, ich hab's schon mal probiert. Wo war das? Ich glaube, hier war die Landezone. Die erste. Und da würde ich gerne wieder hin. Weil die war nicht schlecht. Allerdings, der Helikopter hat sich dann gleich mal um unseren Helikopter gekümmert. Nehmen wir die mit. Da kommt noch ein LKW. Analysis complete. Ja, der war nicht schlecht. Na, dann können wir die eigentlich auch mitnehmen, oder? Achso, ich dachte schon, der bleibt jetzt stehen, weil da ein Eselchen herumlungert. Schade. Aber ich glaube, die Esel, die bringen ja sogar richtig Kohle, oder? Genau, der war ja eigentlich eh schon im Umfallen. So, und dieses Mal möchte ich, weil ich ja einen Raketenwerfer mitnehme und kein Scharfschützengewehr mitgenommen habe oder nicht mitnehmen kann, möchte ich, dass Quiet für mich so viel wie möglich erledigt. So. Was ist denn eigentlich die erste E-Mail? Also müssen wir in die Richtung. Nochmal. Bringen wir hin. Extraction arrived at the mother base. Dann rüber zu Friedrich oder Foxtrot, das ist eine beim militärischen Spiel. Dann verwenden wir das internationale. Ich hoffe mal, dass hier nicht irgendwo noch ein Minenfeld ausgelegt ist. Okay, auf dem Turm sitzt kurz noch keiner. Hey, hallo, was ist das da? Oh, weia, echt?
Ich hoffe, der kann nicht weit gucken. Und jetzt gleich darüber auf Gustav. Oder Golf. Kann ich da rüberlaufen, ohne dass mich der Heli sieht? Und ja, der Heli ist weit weg. Hey, Junge, geh mir nicht auf den Sack. Echt? Ist das dein Ernst? Das willst du doch gar nicht, oder? Muss ich dich allerdings wegmachen? Ach Gott, Alter. Schaut auch okay aus für dich. Komm, willst du nicht auch noch fragen, ob er okay ist? Ah! Ach Gott, das ist eine Kettenreaktion. Echt? Gut, das zieht natürlich das Video wieder unnötig in die Länge. Ganze Munition geht für die Bastarde drauf. Okay, gut. Dann schicken wir den mal weg. Sicher, sicher. Guardpost captured. Subject on board. Leave the rest to us. Vielleicht habe ich von der Herumhörse nachher sogar einen besseren Überblick. Negativ. Nein, man sieht von hier gar nichts. Na dann komm mit. Na, hinlegen, hinlegen. Jetzt zwar nicht zur Mission, ich nehme ich aber trotzdem mit, weil ich bin ja Menschenfreund. He's coming too. Roger that. Da haben wir noch ein Zelt. Und das da. Soll das eine Lagerliste sein? Mhm. Gut. Was ist das da? Ziege. Ja, was macht man jetzt da? Ich würde sagen, wir eliminieren den halblustigen Hubschrauber. Und ich hoffe, das funktioniert. Extraction arrived at Mother Base.
Hang gleich mal wieder ab. So, 9 Einheiten sind es insgesamt. 8 müssen wir jetzt noch eliminieren. Man hat gar keinen Alarm ausgelöst. Der Absturz vom Heli hat keinen Alarm ausgelöst. Was ist denn da jetzt los? So, okay, nur den. Marker removed. Aha, 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 aha. Ich sehe einen roten Strich. Das bedeutet, rot ist ein feindlicher Scharfschütze, der da hier auf 12 Uhr irgendwo unten sitzt. Enemy presence detected. The map has been updated. Oder vielleicht ist deswegen kein Alarm ausgelöst worden, weil er außerhalb vom. Kann ich den markieren, bitte? Ich glaube, wir haben ihn entdeckt. Analysis complete. Number one. Also eigentlich number two. Komm. Den umlaufen wir mal großzügig. Ich hab keinen Bock. Da ist ein Tank. Na, markieren, genau. Wollen wir den schon sehen? Was? Keine Patrouille? Ah. Nur ein Scharfschütze? Kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Ich sehe nur einen Laser. Die Frage, komme ich an den Scharfschützen von hinten ran? Enemy presence detected. The map has been updated. Na dann zeig mal. Okay, auf 12 Uhr müssen zwei herumlungen. Ja, da komme ich von hinten an ihn ran. Jetzt muss nur die Frage, wo er sitzt. Talk. Where are your friends? The map has been updated. Sag mir, wo die anderen sind. Aua, das tut weh, was bist denn du für ein Welche? Analysis complete. Okay. Analysis complete. Ist ein S-Soldat. Die sind alle in Alarmbereitschaft, weil die blinken fast alle. Egal. Weg. 77 Meter ist der nächste. Was haben wir hier? Oh, Fuckety Puckety. In welche Richtung guckt denn das Scheißrohr? Jetzt wollen wir mal nicht übermütig werden. Nee, ist klar. Okay, nochmal zurück an dem Felsen hier entlang. Tut mir leid, Leute. Das wird eine Krabbelstunde.
Na, guck weg, guck weg. Wie ich das mache, wenn ich dann dort bin, weiß ich auch noch nicht, weil da steht auf 64 Meter jetzt von mir sitzt einer. Keine Ahnung, was der macht oder was der kann. So, jetzt nochmal auf die. Okay, da stehen zwei Idioten mit einem Panzer. Ob ich die alle dann gebacken bekomme, ist natürlich eine andere Frage. Ah, das sind die zwei, dann versuchen wir das hier nochmal ein Stückchen weiter zu laufen, dass ich den Tank zwischen mich und diesen Infanteristen bekomme. Wenn das auffliegt, dann kann ich laufen. Detected. The map has been updated. You gonna extract him? Okay, den habe ich getroffen. Warum ich nicht umschalten habe können aufs MG, keine Ahnung. Auf alle Fälle, da muss noch ein zweiter sein. Ich habe doch zwei hier gehabt, richtig? Also der am Tank festgehalten und ist mitgezogen worden. The map has been updated. Analysis complete. Machen wir das vielleicht mit einer Attrappe, hm? Genau das habe ich befürchtet. Extraction arrived at Mother Base. Extraction arrived at Mother Base. Presence detected. The map has been updated. So, zwei haben wir wieder ausgeschalten. Rail approaching. Ja, müssen wir nur warten, bis der böse Rauch weg ist, weil dann locke ich mich wieder selber aus. Das passiert ja nicht zum ersten Mal. Mal gucken. Die lassen wir mal schlafen, oder? Oder, na, wenn der jetzt kommt, dann lassen wir die tatsächlich schlafen. Mal die Kamera auf die andere Seite. Jetzt bleib einmal stehen, du Idiot. Okay, das hat schon mal funktioniert. Das ist ja schon mal nicht so schlimm.
So, dann haben wir hier die zwei, die wir gerade mit der Schlafgranate ausgeschlafen haben. Dann da unten den einen, den wir regulär erwischt haben, und den anderen. Das ist nicht so toll jetzt da. Ich habe gesagt, das wird eine Krabbelstunde, Leute. Kann man den markieren, bitte? Danke. Krabbeln ist, glaube ich, besser. Da kommt sogar Rauch aus dem Auspuff. Ist das nicht Hammer? Ja. Dann kann ich die zwar ganz locker ausfliegen. Den Mörser nehme ich auch mit. Nehmt das Mörser immer mit und so, und das ganze Material. Du bleibst liegen, verdammt nochmal. Ganz einfach aus dem Grund, der Abtransport kostet euch 5.000, 10.000, egal was. Auf alle Fälle, wenn ihr das dann verkaufen solltet, dann bekommt ihr mindestens das Doppelte. In welche Richtung gucken der? Ja, im Regen her damit sowieso nicht. Eigentlich könnt ihr mein dann gleich umlaufen, oder? Ja, dann machen wir das. Sehr schön. Was haben wir da liegen? Ja. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Hammer. Das war eine Mission. Das war echt eine Mission, die hat mich echt gefuchst. Warte mal, wo ist die Landezone? 100 Meter darüber. Die hat mich ja so gefuchst, diese Mission. Irre. Aber jetzt habe ich es auch geschafft. Gut. Ja, auf dem Helikopter müssen wir eigentlich nicht gemeinsam warten. Ich bedanke mich schon mal recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, wenn dem so sei, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Vielleicht abonniert ja der eine oder andere sogar meinen Kanal, um die kommenden Videos nicht zu verpassen. Dann bleibt mir nur noch, euch einen schönen Tag zu wünschen, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao!